Ja, hallo, liebe Kristallfreunde. Ich bin's, der Tenchi, und wir spielen heute Ark Survival Evolved. Ah, er hat's. Ich hab's. Hier hinter mir Old Bull und Krimi, wir sind dabei und wir wollen diesen wunderbaren Kristall looten. Und das werde ich jetzt tun. Nein! Oh. Ich hab echt Angst, dass man runterfällt. So, mal gucken, was da drin ist, Leute. Wow! Blueprint für ein Glas aus. Also ein Wasserglas, ein Blueprint dafür. Das oh, das habe ich noch nicht. Ich auch nicht. Ja, also ich müsste ja vorher noch Waterskins erforschen. Ich weiß gar nicht, kann ich. Also ihr habt ja Waterskin, ne? Theoretisch. Ja. Oh, da ist ein Mammut. Okay. Money! Jetzt wollen wir vorsichtig runter und dann so mal ein bisschen Metall. Ja, gut, dann haben wir wenigstens schon mal dieses Glas. Oh. Aber es ist geil, wie weit man hier gucken kann, ne? Das ist voll krass. Das ist voll schön. Das ist voll schön. Das musst du mal tagsüber gucken hier. Aber haben wir ja schon. Ja, haben wir alles schon gemacht, Leute. Guckt einfach ältere Folgen an. Das bringt bestimmt Schaden. Ja, hat ein bisschen geschrien. Ein Säbelzahntiger! Fuck! Komm, Tenchi. Wo bist du? Er ist runtergesprungen. Oh, er ist tot. Also er hat ordentlich Schaden gemacht, ne? Ich habe bloß noch ein Viertel. Drei Viertel habe ich bloß noch. Aber die zähmen, die sind noch schneller als ein Raptor. Und die kann man auch zähmen, die Dinger. Mhm. Was, die sind schneller? Noch. Geil. Mhm. Das ist die schnellsten. Nice. Oder ich glaube jedenfalls, das ist schnell. Machen die auch so viel Will Schaden? Will ich auch haben. Metall! Hüpf! Ich hack dich tot. Stone. 4 Metall, Alter. 6 Metall. 8. 12, 14. Ist ja abartig. Weil du hast ja mit der Metallhaxe hast du ja noch eine höhere Chance, dass da Metall rauskommt, ne? Ja. Yep. Das ist voll krass. Ich bleib auf mein Tier mal stehen, weil ich habe ja keine und guck, ob irgendwas kommt. Ja, außerdem hast du eine Fackel, das ist gut. Alter, wie viel Metall da rauskommt. Wir müssen mal gucken, wie man das dann nach Hause bringt. Das wird ein bisschen schwieriger, aber ich habe jetzt 22 Metall daraus gekriegt. Alter, ich habe so viel. Ich habe schon bestimmt 40, locker 40. Ey, wie viel da rauskommt, das ist ja krass. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Mal gucken. Wir müssen halt 58. Schauen, dass wir. Was wiegt denn das Zeug? Das wiegt. Vom Gewicht her nicht überladen werden. 58 wiegt das. Kann, mein F. Kann er mich noch tragen? Oh. Ja, bei mir fehlt Slow-mo, nicht viel. Slow-mo, yeah, Old Bull, ich hab dich lieb. Kannst du noch laufen? Was? Old Bull? Kann ganz normal laufen. Du musst gucken, wenn du, auf F drückst, siehst du doch das Gewicht von deinem Raptor. Ja, aber wie schnell läuft der dann, ist die Frage. Ich bin bei 100 von 140. Ja, lauf mal. Warte. Ja gut, guck mal, wie schnell ich bin. Ich habe noch anderen Mist einstecken, das muss man ja noch bedenken. Ich habe ja noch Steine und ganzen Rotz, den kann ich noch wegschmeißen. Krimi kann ja auch noch ein paar sammeln. Oder wir geben dann Krimi einfach was. Okay, die Steine kann ich zum Beispiel wegmachen. Drop Items. Ich habe hier noch sinnlose. Eine Axt, eine sinnlose habe ich hier noch stehen. Also eine Steinaxt, die brauchen wir eigentlich nicht. Die kann ich wegschmeißen. Speere habe ich noch einige. Ne, das sind Pfeile. Ja, ich hab noch ein paar Sachen, die jetzt. Oh, ich habe noch ein Stone Seedling einstecken. Ich habe nur noch ein bisschen zu viel. Warte mal, mein Vieh hat ja auch noch was einstecken. Verrottetes Fleisch. Nein, nicht Drop All. Nur Drop Fleisch. Komm, ich werde mal ein bisschen Fleisch noch wegschmeißen. Schmeiß mal alles weg, was hier nicht. So. Tutti ist, so. Naja. Und jetzt hat er. Ja, gut, also ein bisschen was kann ich noch mitnehmen. Ich bin. Ich habe noch die primitive Stone Pick hier noch. Die könnte ich vielleicht wegschmeißen. Ja, die kannst du ja jederzeit neu bauen. Ja, die brauche ich ja auch so. Gar nicht. Mal hier noch mal. Ich habe ja noch zwei, dreimal drauf. Ja gut, ich hätte wenigstens die angeschlagen ist, hätte ich wegschmeißen sollen. Na egal. Ist nicht so schlimm. So, wie habe ich jetzt? Was kann der tragen? 125 von 145. Naja. Oh, da habe ich jetzt nicht so viel Metall rausgekriegt. Naja. Aber mit Shift kann ich relativ schnell laufen. Das ist Shift hier, ne? Das ist Shift. Bin sehr schnell. Krimi, kannst du noch welche mitnehmen? Ich bin noch. Hab ja noch nichts drin. Okay, warte, wenn ich jetzt hier was rauswerfe, weiß ich nicht, wo das landet. Müssen wir mal testen. Nee, das sollten wir dann unten machen. Ja, okay. Aber wir haben wenigstens ein bisschen was. Wir brauchen zwei Stück für ein Metall. Ich hab gerade einstecken, habe ich 58. Was kann ich noch? Ja, wie gesagt, man könnte theoretisch auch so machen, dass man das so macht. Und dann Follow Me, was war das T, ne? Ja.
Dann könnte man selbst das Zeug schleppen, aber dann müssen wir den ganzen Weg laufen. Das würde gefährlich werden. Ja, vor allem mit dem Camo und alles. Und dann können wir nicht wegrennen. Also werde ich, glaube ich. Wir gehen einfach Ja, so, dass wir normal laufen können mit dem hier. Also ich gehe jetzt auf 100 Gewicht. auf 100 und Gewicht. Ja, ja. Ich bin bei. Also auf dem Raptor, wenn ich auf dem Raptor sitze, ne, dass der Ja. dann 100 Gewicht hat. Ich bin bei 125. Bin ich bei 125. Ja, da gibt das alles, was drüber ist, noch Krimi. Ja, ich Das weiß werde noch ich auch nicht. tun. Ich weiß noch nicht, was drüber ist. Ja, er muss über draufsetzen auf deinen Raptor. Ja, 7. Warte mal, 25 brauche ich. Das hier sind 14. Plus 7 sind 21. Das hier vielleicht. Hier, ich werf's mal auf den Boden. Oh, es rollt runter. Hinterher, Krimi, hinterher! Kann man das Ja, das aufsaugen? sollte man Das dann geht, eher glaube ich, unten nicht, oder? machen Das geht, glaube ich, oder nicht. hier. Ah, jetzt ist es stehen geblieben. Das sollte man vielleicht hier an der Ecke machen oder zur Hütte runtergehen. Hol's dir, Krimi. Hol's dir. Du kannst es. Weil ich kann noch relativ vernünftig laufen. Also ich bin jetzt zwar nicht Ich mehr super schnell. habe jetzt 100, Und das 100. geht. Ja, wo ist es denn jetzt? Ich habe 80? Hä, wieso habe ich 80? Verstehe ich nicht. Ich bin auf 109, also es ist in Ordnung. Na, ich bin 109 bei ist doch 80. super Eigentlich bei könnte ich mir. echt noch was einsammeln. Wo ist denn hier noch was? Aber mehr will ich gar nicht mitnehmen. Krimi, wie weit bist du? Ich hab erst 78,5. Na, ich hab Von auch 80. Das heißt, ich hau hier, lass uns noch ein bisschen weiter runter. 140 habe ich. Ich hau hier unten noch irgendwo Metall weg. Wenn ich hier noch Metall finde, gibt's irgendwie keins mehr. Ja, ich sehe nämlich auch gerade nichts. Wer kam da jetzt angeflogen? Ich hab da gerade einen langen Schwanz gesehen. Ja, der kam bei mir vorbeigesaust. Der kam durchs Bild ge Da geschossen. ist ein T-Rex. Genau Was? über dir, Old Bull. Komm Da gerade hinten, runter. hinter den Steinen da. Da habe ich gerade einen Schwanz gesehen, der frisst gerade irgendwas. Ich glaube, der frisst da irgendwas Leckeres. Da lassen Sie auch ein bisschen weiter. Aber warum gibt es hier kein Metall mehr? Wir haben so Mist. viel Metall jetzt einstecken. Ja, aber ein bisschen mehr, wenn es geht, wenn wir es schon mal machen können, könnten wir ein bisschen Ja, mehr ja. mitnehmen, weißt du? Ach, hier ist ja schon direkt und sagt, oh, da ist noch Metall. Genau neben unser Haus. Roffel. Nee, warte mal. Das war kein Metall. Oh, ach so. Ich dachte, warum läuft er denn nicht? Hat er erstmal gekackt. Ist nur Stein. Wollen wir Kuppel mitnehmen? Das Ist Wäre das auf dann jeden Fall Metall? sinnvoll. Das hier ist doch Metall, oder? Weil das ne. Ach, Nee, Kacke, hier ich ist kein verstehe es mit den Metall. Farben nicht. Aber wenn wir doch, als wir zurückgelaufen sind, gab es ja ein bisschen Ja, Metall. yep, genau. Also, Ja, als wir aber dann, hergekommen sind, meinst du? wir können ja, ja, aber wir werden wahrscheinlich Aber da war erstmal der den Camo direkt, hier irgendwo. wir werden wahrscheinlich den direkten Weg versuchen zu nehmen. Kacke. Kein Metall mehr einstecken. Nur wegen dem T-Rex, sonst wäre ich weiter rechts gelaufen jetzt. Denk dran, da war der Kano, ne? Ja, In die aber doch Richtung, wie ihr getötet. Ist jetzt doch gehört habt. tot, Den oder? haben wir Der doch hat doch getötet. stimmt ja, den haben wir ja Hier weggetan ist mitgenommen. Metall. Hier ist Metall. Ich habe Metall gefunden. Ich hoffe, hier ist nicht Ja. irgendwo ein Vieh. Zweimal sogar. Auch hier Metall bloß. Okay, kommt nicht so viel raus. Lalala. 10 Stück. Ich schmeiß mal die Steine weg. Gucken, Oh, Steine, ich glaube, die habe ich auch noch drin. So, wie viel wiege ich jetzt? Ich wiege jetzt 114. Naja. Aber ich kann noch. Oh, ich denke mal, das wird funktionieren. Dann kloppe ich jetzt noch ein paar Steine für Krimi. Für ein paar Metall. 14. Ja. Alter, kommt kaum was. Jetzt 7 habe ich So, jetzt. 12 Das ist Metalle. Das super. ist doch schon super für den Krimi. Wo ist er denn? Hey, da hinten ist Metalldings. Ich glaube, den Krimi hast du gerade selbst Metall gemacht. Mir hat nichts abgebaut, nö. Wo ist denn Krimi hin? Der stand doch gerade noch hinter uns. Der steht Da auch ist immer noch er. da. Alter Falter. Wieso, ich schau mal, ist alles so schräg. Mega leck. So, Yep, hatte ich versuch auch das. Ich gerade. schmeiß das hier mal hin. Warte mal gucken. Hinterm Stein, damit es am Stein hängen bleibt. 14 habe ich jetzt hier. Hey, ich habe noch Steine. Weg damit. Das sind, ach Mist, das sind bloß die Steine. Ne? So 10 Stück habe ich hier noch, beziehungsweise wollte ich ja 12 dir geben. Ist ein bisschen. So, hier, jetzt habe ich ja 12 gemacht. Wo ist Hinter das dir, hin? glaube ich. Hinter dir. Da rollt was Hinter dir, runter. Krimi. Da rollt was Umdrehen, runter. das rollt schon Nee, hinter nee, das dir. sind nee, die noch hier vor uns. Was ist denn da jetzt weggerollt? Ich glaube, die Steine. Steine. Ja, das waren die Steine, okay. Ich war gerade leicht verwirrt. Ey, die stehen doch vor mir.
So, also ich bin jetzt bei 100, wie gesagt, 114, glaube ich. Ja. Ach, ich bin nicht F gedrückt. Ich bin gerade mal bei 90,5. Ist ja okay. Okay, das ist aber ganz gut. Dann kann ich dir vielleicht noch zwei Stück geben oder so. Dann bin ich wieder bei 100 oder so. Das ist dann, glaube ich, besser. Ich kann 140 tragen. Ich kann mehr tragen. Ach, nee, kannst, wir können auch bis 140 tragen, nur dann läuft er extrem langsam. Aber ich kann dir trotzdem noch zwei geben. Hier. Ab 140 kann er überhaupt nicht mehr laufen. So, ich gebe dir trotzdem noch mal zwei, weil dann haben wir es immer ein bisschen ausgeglichen. Oh, ich habe übrigens ein Level Up mit meinem Bruno. Oder? Hm. Nee, doch nicht. Sah nur so für aus. So, jetzt bin ich bei 112, das passt schon. Also ich kann ja so laufen und mit Shift kann ich dann... Ja, wir sind ungefähr gleich schnell. Lalalala. Ach, wollen wir nicht direkt einen Weg drüber gehen? Aber wollen wir nicht Gruppe Grün? Was machen wir mit Gruppe Grün? Ja, genau. Erstmal noch zur Hütte zurück. Und dann können wir eigentlich den direkten Weg rüberlaufen. So wie wir auch hergelaufen sind damals. Damals. Viele Tage ist es her. Aber denk daran, dass wir aber gut in Böse reinlaufen. Ja, kommt drauf an, die können ja schon längst wieder weg sein eigentlich. Ja gut, Säbelzahn war ja nicht jetzt das Problem. Selbst ein Kano kriegen wir hin. Ach, da unten, hier sind wir schon. Lalalalala. Also ich habe ja noch Haufen Fleisch einstecken. Schade, dass wir das Leder nicht mitnehmen können. Nur ein Leder habe ich noch einstecken und hier ein bisschen vergammeltes Fleisch und Chitin. Naja, weiß ich nicht, warum. Krimi, ach da. So, wo ist der Krimi? Ja, niemals. Links, neben uns. Okay, dann schnapp ich mir mal Gubbel. Was war das? Tee, ne? Tee. Ja, passt. Er folgt dir. Following Zecke, lol. Der folgt Zecke. Ist ja geil. Lalalala, da unten wackeln. Da unten aber wieder Partybäume. Ja, vielleicht sind das ja auch, vielleicht ist da ja ein fettes Dinosaurier-Vieh am Werk. Alter, geht's ja echt runter, ja. Der läuft irgendwie weg. Aha, wer Zecke? Nein. Nee, der eine Typ ist weggerannt, ja. Aber wir müssen nicht immer Angst haben, weil es kann auch ein normaler Raptor sein oder so. Ja, da ist ein kleiner Spucker. Der ist hier hintergerannt. Aber der Strand ist schon ekelhaft hier, ne? Ist voll dunkel. Wie sind wir da rüber gekommen? Oh, da drüben ist ja so ein. Ja. Aber der ist beschäftigt. Wenn man der kämpft gerade gegen zwei. Ja. Gegen zwei Raptoren. Oh, nein. Ne? Nein. Links von uns auch noch einer. Oh mein Gott. Da hinten ist auch noch ein T-Rex. T-Rex und so ein... Ah, das war in die Richtung, bitte gehen. Ist der tot? Der ist tot da vorne? Ja, die T-Rex haben kaputt gemacht. Nein, Raptor hat ihn umgebracht, geil. Nein, das waren keine Raptor. Das sind Kanos, ach so. Scheiße. Ich wollte jetzt links da vorbeilaufen, aber da hinten war noch so ein Vieh. Schon ein... Ach, wie hieß... Jemand hat in den Kommentaren hat das geschrieben, wie das hieß. Ja, irgendwas. Spigosaurus, Stegosaurus? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. Nee, Stegos sind die anderen. Nee, nicht Stego, sondern Spigosaurus. Oder, ach, keine Ahnung, irgendwie so ganz komisch. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt. Hm. Aber sie müssen ja noch Wasser, da muss das mal durchkommen. Da sind Piranhas, sehe ich jetzt schon. Lass mal weiter in die Richtung gehen. Also, welche Richtung? Wo wir herkommen. Rechts. Ja. Also links gehen wir auf keinen Fall hin, weil das ja... Geh mal hier ein bisschen oben lang. Ja, können wir ein bisschen beobachten, den Strand. Aber der Strand sieht echt komisch aus, ne? Das ist so grau. Ja, ist so dunkel, ja. Ist ein Langhals. Habe ich lange keinen mehr gesehen, den Brontosaurus, ne? Die haben bestimmt alle gefressen die ganze Zeit. Hauptnahrungsquelle. Aber da sieht der Strand drüben auch ganz gut aus von hier, ne? Rennt ihr oder lauft ihr normal gerade? Der kämpft. Der Pronto kämpft doch gerade, oder? Oder frisst der? Nein, der hat was gegessen. Krass, aber wo denn? Das ist aber neu, das haben sie früher nicht gemacht. Deswegen, ich dachte ja gerade deswegen, weil ich habe den Kampf noch nie gesehen, wie der kämpft. Ach, guck mal, wie er im Dings. Oh, finde ich cool. Ja, schon beeindruckend. Also, das haben sie schon echt nicht schlecht gemacht. Ja. Und echt, kommt echt cooles Feeling rüber. Wir sind in einer Dino-Welt. Und das ist auch gut so. Das macht das Spiel auch viel aus. Deswegen ist es auch so erfolgreich. Mir ist kalt. Hä? Oh, ich hab Hunger. Shit. Wieso habe ich denn Hunger? Bestimmt, weil ich vorhin beim also wir müssen mal wieder was Kleines kaputt hauen. Mein Wasser geht noch. Nein, mein Wasser geht gerade nur. Scheiße, ich verrecke gleich. Geht doch, da ist doch Wasser. Ja, ich brauche noch Wasser. Schnell Wasser holen. Kacke, das dauert ewig. Ich muss unter Wasser kommen. Ich brauche wieder ein bisschen Fleisch für Essen. Ich habe das Problem, dass mein Essen ist jetzt gerade. Das haben wir alles oben gelassen. Ich habe noch ein paar Bärchis. Also Bären. Aber trinken ist mal eine gute Idee. Alter, wieso ist das jetzt weggegangen überhaupt? Shit, das reicht immer noch lange nicht.
fuck. Ich brauche Bären und alles. Wo ist Dings hin? Ach, der folgt mir. Bruno folgt mir, das ist auch gut. Kacke, ich brauche Essen. Oh nein, wo sind die? Müssen doch wo Bären sein. Ne, nicht rennen, Tenshi, nicht rennen. Bären sammeln. Nicht Steine, nicht Fiber. Ich will brauch Bären. Alter, den lässt mir nur Steine. Eine Bäre. Oh, eine. Hier wackelt's. Habt ihr? Ne, ihr habt ja nichts zu essen einstecken, ne? Ich hab nichts einstecken. Problem ist nämlich gerade mein Wasser. Das haben wir alles oben gelassen. Mein Wasser ist nämlich runtergegangen gerade. Weil ich nichts mehr zu essen hatte. Aber okay. Ich habe ein bisschen Essen habe ich gerade wieder aufgefüllt. Ein bisschen was ist wieder da. Du kannst ja auch rohes Fleisch essen. Weg. Hä, wieso kann ich nicht sammeln? Jetzt. Aua, aua. Was los? Was macht ihr? Das Ding. Ich habe Angst, dass ein Schwanz mich erwischt. So, warte, ich habe gleich meine Bären gefressen. Ey, ich weiß nicht, ob das Ding Schaden macht. Das wäre uncool. So, wo ist jetzt mein Freund? Ich glaube nicht. Hä? Ich habe ja mal den kleinen Spucker hier. Scheiße, wo ist Bruno? Aber ach, wenn dich das Ding erwischt, fliegst du erst mal Kilometer in die Richtung. Ja, das glaube ich. Ich habe jetzt wieder ein Viertel Essen. Das sollte eigentlich reichen, wenn ich auf den drauf... Oh, warte mal, ich muss noch ein paar Sachen wegschmeißen. Die Steine. Das ist auch weg. So. Okay, sollte funktionieren jetzt. Hoffe ich. Wo ist denn Gubbel? Hinter dir. Okay. Bei Krimi. Der folgt Zecke? Ist ja Krimi, hä? Nee. Krimi sitzt auf Zecke? Hä? Haben wir verwechselt? Wir haben unsere Dinger verwechselt. So, kommen was wir da, soll das denn? Kommen wir eigentlich über das Wasser drüber? Wir sind da, glaube ich, über Steine gelaufen gewesen. Da ist nämlich Piranhas, ich sehe sie gerade. Hatten wir da nicht irgendwie so eine Steinbrücke gehabt das letzte Mal, als wir da so rüber sind? Oder sind wir da einfach mit Anlauf rüber gejumpt? Weil da sind echt Piranhas, ich sehe die schon. Da. Oh, da ist ja so ein lustiges Vieh da hinten. Der frisst gerade einen Brontosaurus vor dir, Old Bull. Der frisst da gerade einen Brontosaurus. Ach, na, wie krass ist das denn? Ach du. Ja, wie krass ist das denn? Schnell weg hier. Kampf der Giganten. Oh, das muss ich mir angucken. Nee. Der kommt zu uns. Ja, was meinst du denn? Ich glaube, wir gehen wieder den alten Weg, den anderen Weg, warum wie wir ist hergekommen der jetzt sind. Zu uns gekommen? Oh nee, das frage ich mich gerade. Wollt ihr mich verarschen? Was denn? Was ist los? Ja, die kommen zu uns rüber, die beiden. Ich wollte gerade überlegen, ob man hier durchkam, hier irgendwie hier durchkommt, aber ich glaube nicht. Weil hier ist ja so eine Engstelle hier. Ach, hier sind die Steine. Ich habe die Steine gefunden, wo wir rübergelaufen sind. Ja, aber pass auf, was da ist, was links davon ist. Ah, da ist noch so ein Vieh. Fuck. Und zwei. Aber das ist auf der anderen Seite noch. Auf der anderen Seite. Das muss ja irgendwie machbar sein. So, hier sind wir dann irgendwie so. Okay, ich versuch's. Ah, nee, komm mit. Ja, passt auf ein bisschen. Oh, nicht so. Kommt ja locker rüber. Ja, aber ja, es geht um die Piranhas. Oh, scheiße, jetzt ist gerade Schwimmen. Oh, ach, das ist bloß ein normaler Fisch. Oh, ich habe einen Piranha am Arsch. Oh, gar nicht gut. Mega Piranha. Und ein Gubbel, armer Gubbel, der ist auch noch hinter dir. Also der greift aber nicht an. Der sollte nicht angreifen. Ja. Los, Gubbel. Okay, let's Gubbel in Ruhe. Geil. Pass auf, Krimi. Gubbel ist, der Piranha ist hinter dir. Geh mal nicht so weit rechts, Krimi. Du gehst viel zu weit links, meine ich. Wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Okay. Puh, jetzt müssen wir bloß noch die Piri. Das war ja so krass, weil ja überall Raptoren waren. Also hier auf diesem Berg. Ja, aber mittlerweile sind ja die Raptoren nicht mehr das Problem. Ja. Da oben sehe ich schon wieder einen. Da oben ganz gerade links. Ach, schön. Solange hier keine Camos oder T-Rexe oder sonst irgendwelche Mistviecher rumrennen. Weil mein Wasser schon wieder halb runter, naja, passt. Da ist noch ein Skorpion. Wie schnell der Krimi ist. Ich glaube auch. Ich habe leider für Zecke nichts mehr zu essen. Wir müssen mal irgendwas Kleines wegfuttern. Ach, du hast Zecke auch das Essen weggemacht. Okay, lass mal. Ja, das habe ich ja alles in den Grill da oben geschmissen, aber das vergammelt gerade. Ja, ich habe meinen Fleisch sogar noch drinnen bei dem. Der schleppt gerade noch Haufen Fleisch mit sich rum. Keine Ahnung. Nee, leider nicht. Ja, hast du jetzt was zu fressen? Ja, einen habe ich gekriegt. Ja, lass uns einfach das nächste Vieh töten, was kommt. Ja. Darf man vielleicht gerade mal nicht rennen, cool. Vielleicht. Achso, ist nur ein Flugvieh. Weißt du. Ist nur ein Flugvieh. Notfalls friss mal Gubbel. Nein! Der wird nicht gegessen. Notfalls essen wir Tenshi. Weiß? Das Vieh fliegt ja einfach nur weg, wenn das angreift. Ich fand das ja noch so geil, wie Krimi ankam mit dem Toten. Ja, ich hab mit, geguckt. mit dem toten Dodo. So, ja, haben wir einen Haufen Spucker. Und da, wo er alles weggefuttert hat.
Ja, Gubbel Gubbel 1 war das noch.